Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute schauen wir uns mal an die Break-Even-Analyse. Break-Even ist die Gewinnschwelle. Also Break, der Durchbruch, Even, gerade am Durchbruch, das heißt, noch einfacher gesagt, können wir sagen, die Gewinnschwelle ist der Punkt, genauer gesagt die Stückzahl, der Punkt, ab der oder ab dem der Unternehmer den ersten Euro Gewinn macht. Der Punkt, genauer gesagt die Stückzahl, ab der Unternehmer den ersten Euro Gewinn macht. Das heißt, wenn er jetzt noch ein Stück mehr verkauft als die errechnete Stückzahl, ist er in der Gewinnzone, macht den ersten Euro Gewinn. Break-even kann man nun zeichnerisch und rechnerisch betrachten. Wir betrachten zunächst mal Break-even zeichnerisch. Und zeichnerisch bedeutet hier, dass wir uns mal wieder ein Koordinatenkreuz entwickeln. Und in diesem Koordinatenkreuz steht nun an der Abszisse, also das, was man früher die X-Achse nannte, Abszisse, steht das X. X ist die verkaufte Stückzahl. Und an der Ordinate steht Umsatz bzw. Kosten. Und jetzt betrachten wir zunächst einmal den Umsatz. Wenn wir 0 Stücke verkaufen, haben wir 0 Umsatz. Das heißt, der Umsatz beginnt hier unten im Ursprung und verläuft so, ja, als Linie aus dem Ursprung, soweit ich das hier frei nicht hinkriege. Das ist also U, unser Umsatz, ist Preis P mal Menge X. Umsatz ist Preis P mal Menge X. P ist der Preis. Und wir unterstellen hier, dass es keine Mengenrabatte gibt. Das heißt, ob wir 1000 Stück kaufen oder nur ein Stück, der Preis bleibt der gleiche. Dann haben wir diese schöne Linie aus dem Ursprung. Das ist unsere Umsatzkurve, die in Wirklichkeit eine Gerade ist. Mit den Kosten ist es nicht ganz so. Die Kosten starten nicht hier unten, die Kosten starten hier, nämlich in Höhe der fixen Kosten. Bei den Kosten ist es ein bisschen anders als beim Umsatz. Fixe Kosten sind schon da, wenn wir noch gar kein Stück verkauft haben. Das heißt, das hier sind unsere fixen Kosten. Und dann haben wir natürlich auch noch variable Kosten, sodass die Kostenkurve nachher dann so aussieht. Auch wieder so weit, wie es geht, freihändig. Eine Linie soll das sein. Ja, und zwar K, das sind die Gesamtkosten, sind K fix, die immer gleichbleibenden fixen Kosten, plus KV, man nimmt hier ein kleines K, KV mal X, KV sind die variablen Kosten. So, und jetzt können wir schon mal eine erste Erkenntnis hier ableiten, nämlich P ist ja die Steigung dieser Geraden hier. Das heißt, wenn ich ein Stück verkaufe, nehmen wir an, mein Preis sei 3 Euro. Wenn ich ein Stück verkaufe, habe ich 3 Euro Umsatz. Wenn ich zwei Stück verkaufe, habe ich 6 Euro Umsatz. Wenn ich drei Stück verkaufe, habe ich 9 Euro Umsatz. Das heißt, die Steigung ist immer gleich. Sie ist 3 in meinem Zahlenbeispiel. Und diese Kurve steigt um KV, das heißt, die Steigung der Kostenkurve ist KV, während die Steigung der Umsatzkurve P ist. Und damit unsere erste Erkenntnis: P muss immer größer sein als KV, sonst erreiche ich nie einen Schnittpunkt. Denn hier ist der Schnittpunkt, hier ist Break-Even, hier ist die Umsatzkurve im Moment genau gleich der Kostenkurve. Und wenn ich jetzt hier gerade nach unten gehe, dann komme ich zu einem bestimmten X-Wert auf der Abszisse und den nennen wir X-Break. Das ist meine Stückzahl, ab der ich den ersten Euro Gewinn mache. Das heißt, wenn ich eine Stückzahl erziele, die rechts davon liegt, bin ich in der Gewinnzone. Ja, das ist ja die Gewinnzone.
Und wenn ich eine Stückzahl verkaufe, die links davon liegt, bin ich in der Verlustzone. Hier ist genau meine Schwelle zum Gewinn. Ich komme aus der Verlustzone, stehe an dieser Schwelle und bin gerade beim Durchbruch an der Schwelle zur Gewinnzone. Das nennen wir also X-Break. Und noch etwas fällt auf, nämlich je mehr Stücke wir verkaufen, desto größer wird der Gewinn. Ja, würde man sagen, das ist ja offensichtlich, aber schauen Sie mal, wie der Gewinn sich hier entwickelt. Ja, der Gewinn bezogen auf dieses Stück hier, x irgendwas, ja, x 18 nennen wir es mal, ja, ist hier so. Und wenn wir jetzt x, was weiß ich, 22 verkaufen, ist der Gewinn bereits so. Ja, das heißt, hier wird es auch immer attraktiver, in höhere Stückzahlen zu bekommen. Der Gewinn des ersten Stückes, wenn wir in der Gewinnzone sind, ist längst nicht so hoch wie der Gewinn eines Stückes Nummer 1000 oder 10.000. Okay, das war es zunächst einmal, was die zeichnerische Ermittlung angeht. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Lernen ohne Leiden? Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.